Jedes Jahr wahrscheinlich das hochwertigste Stück Musik beim Song Contest, die Eurovisionsfanfare. Das Hauptthema aus dem Präludium des Tedeum von Marc-Antoine Charpentier aus der Zeit vom französischen Sonnenkönig Ludwig. Wir sehen das Urban Orchestra, das mit uns eine Zeitreise durch den Song Contest tanzt. Heute kommt das Playback ja für die Titel vom Computer. 42 Jahre lang bis 1998 war beim Song Contest ein Live-Orchester im Einsatz. Die haben die Noten aus den jeweiligen Ländern vorab schon mal geschickt bekommen. Und am Abend des Song Contests ist dann in unserem Fall der legendäre Richard Österreicher zum Beispiel vor das Orchester hingetreten, hat sich brav verbeugt, einen Applaus bekommen und dann ging's los. Apropos Österreicher, wie viel das sind wir denn vorgestern geworden? War es ganz knapp der 11. Platz oder wieder der allerletzte? Nun ja, das erfahren wir erst am Samstagabend. Erst gegen Ende des Votings werden die Ergebnisse des Semifinales veröffentlicht. Vielleicht brauchen Sie zu Hause am Küchentisch genau das, was die da auch machen. Alle ex-jugoslawischen Länder vom Dienstag sind übrigens draußen. Alle ex-UdSSR-Staaten haben sich qualifiziert. So viel zum Thema Punkte Schieberei am Balkan. Schönen guten Abend übrigens, Guckwell und hey, das ist Malmö Speaking, da ist der Andi Knoll aus der Malmö Arena. Ums Ergebnis geht es beim Song Contest ja sowieso eher nur am Rande, sagen wir jetzt einmal. Nehmen wir also das Ereignis als das, was es ist, eine unglaublich lässige Fernsehsendung. Und da muss man sagen, da hat das schwedische Fernsehen hier wirklich einiges auf die Beine gestellt, beziehungsweise auf die Rollen und Räder. Bounce Street Dance. Der Song Contest am Weg vom Orchester. Das Playback ins Computerzeitalter. Moderatorin auch heute.